Vogel guckt gerade so. Ganz groß. Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Somam Shwanani School for Good and Evil A World Without Princes vorstellen. Das Ganze ist im Englischen im HarperCollins Verlag erschienen. Alter, ich kann heute gar nicht mehr reden. Wenn meine Stimme mich verlassen sollte, Frosch im Hals. Das Ganze habe ich mit der lieben Annie von Annie Silber und mit der lieben Books Paradise, also mit der lieben Nathalie, zusammengelesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin 3 oder 4 Tage überfälliger gewesen als die beiden. Lag aber woran anders. Das Buch hat 3,5 Sterne von mir bekommen und ich gehe jetzt kurz darauf ein. Achtung, Spoiler. Ihr schreibt es nicht gerne oben in die oben rein. Nach dem ersten Teil sind Agatha und Sophie wieder zurück in ihr Zuhause, also in ihrem Dorf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieses Dorf heißt. Auf jeden Fall wissen sie nicht, was sie bei The School for Good and Evil angestellt haben. Und sie sind eigentlich sehr, sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Doch, Agatha und Sophie werden auch eigentlich als erstes gefeiert, weil sie wieder nach Hause gekommen sind. Nicht so wie die anderen Kinder, die entführt worden sind und dann gar nicht wieder nach Hause gekommen sind, und sie sind die Ersten, die wieder nach Hause gekommen sind. Bah! Ja, aber nach ein paar Pechsträhnen, also am Anfang passiert dann sehr viel, nach 30 Tagen ist der große Ruhm, glaube ich, um die beiden vorüber, und dann fängt es so an, dass auf einmal Sophie attackiert wird von Leuten und sie dann sich in eine Kirche flüchten muss. Ja, und dann geht's halt darum, dass sie dann irgendwie wieder in eine Welt landen von The School for Good and Evil und müssen leider feststellen, die Schule für die Guten ist auf einmal die Schule für die Mädchen und die Schule für die Bösen ist auf einmal die Schule für die Jungs. Ja. Das ist eigentlich ein richtig gutes Setting gewesen. Also der erste Band war ja schon richtig genial. Der hat ja 4 Sterne bekommen und der hat leider nur 3,5 bekommen, weil es sich ein bisschen gezogen hat. Und Sophie ist halt nicht unbedingt mein Liebchen. Noch immer nicht. Alter, also sorry, ich mag sie immer noch nicht. Aber ja, ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie Teil 3 und Teil 4 wird. Annie meinte eigentlich so, ich habe dann erstmal keinen Bock auf Teil 3, und dann hieß es, oh, das Ende, das war ja so richtig geil und all dem. Ja. Aber wieso, weshalb, warum es jetzt auf einmal die Schule für Mädchen und die Schule für Jungs gibt, müsst ihr natürlich schon selbst lesen. Und ja. Die Schmetterlinge geben einen kleinen Einblick schon drauf, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, der andere Teil heißt Last Ever After. Ja, und das Ende, das war richtig offen. Also, ich hoffe, wir lesen ganz schnell den dritten Teil im Januar oder Februar. Da bin ich mal richtig gespannt. Also, ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen, auch wenn es ein bisschen holperig war. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi!